Jean-Luc Dompé und William Mickelbronk-Sees standen überraschenderweise am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz. Zuvor entschuldigte sich Dompé am Mittwoch vor der Mannschaft und erklärte in einem Statement, dass er enttäuscht von sich selbst sei und die volle Verantwortung trägt. Die beiden HSV-Akteure waren am Montagabend in einen Verkehrsunfall verwickelt. Grund dafür war ein mutmaßliches Straßenrennen. Nach dem Unfall flüchteten beide. Die Polizei ermittelt weiterhin wegen Fahrerflucht.